Ich darf Frau Christmann das Geburtstagskind nach vorne bitten. Da brauche ich keine Zeit, man kennt sie, da brauche ich keine weiteren Vorstellungen zu machen. Institutsleiterin Önologie in Geisenheim, Präsidentin des OEV 2015 bis 2018 und hält auch heute noch als Vizepräsidentin den Schirm über uns. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen Mr. Smart Factory, einen Pionier der Industrie 4.0, vorstellen zu dürfen. Begrüßen Sie herzlich Prof. Dr. Detlef Zülke. Hier muss ich auch einfach kürzen, sonst wäre das zu lang. Von 1991 bis 2017 war er Inhaber des Lehrstuhls für Produktionsautomatisierung an der Technischen Universität Kaiserslautern. Lasse jetzt vieles weg und sage einfach nur noch, Hauptinitiator der Technologieinitiative Smart Factory, die intelligente Fabrik der Zukunft, was ja heute auch ein bisschen angeklungen ist. Kommen auch gleich nochmal drauf zurück. Und den Präsidenten des Deutschen Weinbauverbandes, Klaus Schneider, studiert in Geisenheim, hat er sein Diplom-Ingenieur Weinbau-Kellerwirtschaft gemacht, seit 86 Betriebsleiter, gemeinsam mit seiner Ehefrau, bearbeitet einen 25 Hektar Betrieb in der Pfalz, heute mit seinem Sohn Moritz und ist seit 2017 Präsident des Deutschen Weinbauverbandes. Vielleicht darf ich bei Ihnen, Herr Zülke, einsteigen bei der Thematik, die wir ja eben schon angesprochen haben. Ihre Bestrebungen in allen Forschungsbereichen waren, wenn ich das richtig verstanden habe, ja darauf ausgerichtet, den Transfer des Prinzips des Internets der Dinge in das Fabrikumfeld zu transferieren, zu transportieren. Und Sie beschäftigen sich jetzt ja auch so allmählich mit dem Wein. Ist eine Winery so ein Idealbild einer Smart Factory, was man anstreben könnte? Wie weit sind wir auf diesem Weg? Also zunächst mal glaube ich, dass die klassische Industrie, die Güter herstellt, sicher viel weiter ist als jetzt der Weinbaubereich. Aber es tut sich enorm viel. Gerade was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, bin ich also sehr hoffnungsfroh, dass auch der Bereich des allgemeinen, der Nahrungsgenussmittelproduktion, das ist auch des Farmings und so weiter, solch große Schritte macht, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft auch hier von einem großen Fortschritt sprechen können, ausgelöst durch die Digitalisierung. Das passiert ja nicht nur zufällig jetzt, dass wir uns mal solche Dinge herausgreifen, sondern das Digitalisierungsthema treibt uns ja jetzt schon mittlerweile eigentlich seit 10, 15 Jahren ganz enorm. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zurückdenke, dass ich heute mein Handy irgendwo auf der Welt rausziehen kann und mit diesem Handy habe ich Zugriff auf alle meine Daten. Auch im Flugzeug kann ich das machen. Demnächst wird alles eine IP-Adresse haben, der Traktor genauso wie die Drohne, wie sonst irgendwas. Und damit kann Ihr besagter Weinbauer eben nicht nur auf der Couch sitzen, sondern er kann eben auch im Flugzeug sitzen und kann eigentlich auch alle Dinge machen. Also die Digitalisierung verändert ganz enorm unser Leben und auch alle Bereiche unseres Lebens. Und dazu gehört natürlich auch dann die Erzeugung von Wein. Nichtsdestotrotz, Wein ist ein hochemotionales Produkt, was ich immer wieder feststellen muss, nachdem ich aus einer Nicht-Weingegend in die Pfalz umgezogen bin. Und das muss natürlich erhalten bleiben. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen letztendlich auch hier einen vernünftigen Zugang zu Daten, Umgang mit Daten und so weiter. Und das wird, glaube ich, eine Aufgabe der Zukunft werden. Also im Augenblick gewinnen jedenfalls die Pfälzer Weine häufiger als Kaiserslautern, nicht? Ich wollte noch mal zurückfragen, weil sind das dann schöne Worte, die von der Politik auch also bei solcher Tagung an uns gerichtet werden, dass dann so heute, ich glaube, von Minister Wissing behauptet wurde, dass wir in der Weinbranche, in der Landwirtschaft bei dem Thema Digitalisierung möglicherweise sogar einen Schritt weiter sind als die allgemeine Industrie. Und wenn dem nicht so ist, wo stehen wir denn aus Ihrer Sicht in Deutschland beim Thema Digitalisierung im Vergleich zum Ausland? Also zunächst einmal kann man schlecht die Industrie mit dem Weinbau vergleichen, sondern da gibt es natürlich welche, die sind enorm weit. Also wenn ich mal mir das Siemenswerk Amberg anschaue oder hier auch ganz in der Nähe SEW in Bruchsal, das sind Firmen, die sind ganz enorm weit schon. Es gibt natürlich aber dann den großen Teil der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die große Schwierigkeiten haben, diesen Weg zu folgen. Sie müssen es aber tun, ansonsten werden sie verloren haben. Wir denken heute in Wertschöpfungsnetzwerken, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit.
Und dafür müssen Sie die Voraussetzungen schaffen. Das ist wichtig. Ich bin sehr froh, dass das Bundeswirtschaftsministerium hierfür ein großes Programm vor ein paar Jahren gestartet hat. Mittelstandskompetenzzentren, davon betreiben wir eines der größten in Kaiserslautern. Wir haben jetzt 24 Stück über Deutschland und hier bekommen kleine und mittelständische Unternehmen Hilfe. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das auch stärker erweitern könnten auf andere Bereiche, nicht nur der klassischen Industrie. Sowas machen wir im Moment mit der Transferinitiative in Rheinland-Pfalz. Und wir haben einen Transfermanager und einen Transferbotschafter, das bin in dem Falle ich. Und wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, und den ganzen Bereich der Nahrungsmittelproduktion eigentlich mal ein bisschen mehr anzugehen. Auch hier wieder genau das Gleiche. Wir haben es heute auch gehört in meiner Session, in der ich war. Es gibt weltweit große Unternehmen des Weinbaus, die können das bereits, die haben entsprechende Möglichkeiten, das zu machen. Aber es gibt eben auch die vielen Kleinen und denen müssen wir helfen. Und das ist für mich ganz wichtig. Und wie helfen wir am besten? Unsere Erfahrung ist mit unserer Smart Factory, die wir gegründet haben, da geht es nicht um die Fabrik, es geht um das Netzwerk und es geht um das Miteinanderlernen. Das heißt, wir wollen die Kleinen zusammenbringen, damit sie miteinander arbeiten und miteinander lernen und dann auch voneinander lernen und damit die Angst verlieren vor den Dingen, die da vor ihnen liegen und merken auf einmal, aha, der andere hat das gleiche Problem und wir können uns austauschen. Ich glaube, das ist ganz enorm wichtig und bringt uns wirklich nach vorne. Ob wir dann 50 Megabit an jedem Ast haben, ist völlig egal. Erstmal, es geht darum, die Leute zusammenzubringen und sie eben für diese Dinge zu sensibilisieren. Vielen Dank. Das Stichwort Zusammenarbeit und voneinander lernen kann man ja vielleicht wirklich auf die internationale Ebene auch nochmal hochhieven und die Frage, wie sieht das auf der internationalen Ebene aus? Stichwort von Herrn Kolesch war ja auch eben gewesen, so ein bisschen das Stichwort wie Branchenorganisationen. Jetzt, OIV ist jetzt keine Branchenorganisation, aber ein Zusammenschluss ja letztendlich von der internationalen Weinwelt. Wie weit beschäftigt man sich dort mit dem Thema Digitalisierung? Also das Thema der Digitalisierung ist sicherlich sehr wichtig, wird aber auf OIV-Ebene nicht in der Form diskutiert, dass es eine Zulassung erforderlich machen würde auf politischer Ebene, sondern wird eher als Hilfsmittel gesehen. Es ist ja so, dass gerade im Bereich der Weinbereitung es auch immer komplizierter wird. Nicht nur was die ganzen gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte für den und den Stoff anbelangt, sondern auch gerade im Export. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen in die einzelnen Länder, überhaupt seine Produkte liefern zu können. Und da ist die Frage halt zum einen, wie kann ich da überhaupt noch up to date bleiben? Das wird ja ohne Digitalisierung überhaupt nicht mehr möglich sein. Und was, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen wird in Zukunft, es drängen ja immer mehr Länder auf den Weltmarkt, die bisher dort nicht unbedingt sehr stark vertreten waren. Und die große Frage ist immer, was kann ich tun, um mich in diesem Weltmarkt zu behaupten? Und da geht es ganz stark Richtung Typizität, Authentizität und wie können wir das kontrollieren und wie können wir das sicherstellen. Und da wir ja auch den Klimawandel noch dazu haben, was uns die Sache nicht unbedingt erleichtert, werden wir hier sicherlich mit Hilfe von Parametern, die wir vorgeben können, etwas geschickter in dieser Richtung arbeiten können, als wir das so auf, sagen wir mal, Zufallsproduktebene haben. Wir haben vorhin zufälligerweise darüber gesprochen, so ein gutes Beispiel ist immer wieder, Entschuldigung, ich möchte jetzt keine Reklame machen, aber dieser Thermomix, ne? Also der ja überall Einzug findet und der ja wirklich absolut digital arbeitet, aber jeder, der den nutzt, hat das Gefühl, ich mache selber noch was, ne? Weil ich gebe was rein, ich drücke dann einen Knopf, sage weiter, aber trotzdem habe ich eine gewisse Hilfe, eine gewisse Führung dabei und kann auch das modifizieren. Und das war so mein Eindruck jetzt auch von der Tagung, die ich übrigens sehr gut fand und da herzliche Glückwünsche, das war wirklich prima. Aber auch hier habe ich gemerkt, dass wir in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene in den unterschiedlichen Bereichen doch auch unterschiedlich weit vorangeschritten sind. Es gibt Bereiche, wo man sagen muss, super, das ist schon wirklich für die Praxis anwendbar. Und es gibt Bereiche, wo man sagen muss, naja, da muss man schon ziemlich akademischer Praktiker sein, um das überhaupt anwenden zu können. Weil ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wenn ich weiß, dass so und so viel Pikogramm von irgendeinem Stoff gebunden dort und dort vorliegen, ist das ja schön, ne? Und das ist auch wissenschaftlich sicherlich hochinteressant. Nur der Praktiker wird mit den Schultern zucken und sagen, ja und? Ne? Was mache ich jetzt damit? Also hier
und da bin ich sehr dankbar, Herrn Wissing und auch Frau Klöckner, dass Sie sagen, wir nehmen Geld in die Hand, um genau dort aktiv zu werden, damit wir sagen können, also da und da müsst ihr so und so ansetzen oder die und die Möglichkeiten habt ihr. Und ich denke, da tut sich noch ein sehr, sehr großes Feld auch auf internationaler Ebene auf, wie wir hier auch enger zusammenarbeiten können. Weil da muss man auf sehr unterschiedliche Bedingungen eingestellt sein. Vielen Dank. Vielleicht darf ich dann mal Stichwort Praktiker an den Praktiker weitergeben und aber auch an den Weinbaupräsidenten. Wenn es das Thema Forderungen an die Politik stellt, dann muss man ja als Verband sofort die Hand heben. Was sind die Erwartungen des Praktikers an die Politik, aber letztendlich auch zunächst einmal, wie wird dieses Thema, was wir heute behandelt haben, zunächst einmal bewertet? Ja, vielen Dank, Herr Nicknich. Bevor ich zu den Forderungen und den anderen Themen komme, erlauben Sie mir mal noch ein Wort. Herr Kolesch, Sie haben bei Ihrer Darstellung leider beim Kühlschrank aufgehört. Aber nach dem Kühlschrank kommt das Öffnen der Flasche und dann kommt das Glas Wein, das ich trinke. Und das bleibt analog. Das müssen wir einfach mal festhalten. Ich kann auch meinen Kühlschrank so steuern, dass er mir sagt, wann ich den Wein trinken soll. Das ist alles prima und das finde ich auch klasse. Aber klar ist, dass am Ende immer noch unser Produkt steht und das bleibt analog. Aber bei der Vermarktung ist mir eins aufgefallen, das möchte ich jetzt auch mal so vorneweg sagen. Ich sehe gerade, die Frau Reule ist auch da, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts. Wir haben gemeinsam beschlossen, Virtual Reality Brillen einzusetzen, am Regal im Supermarkt, um Weinregionen erlebbar zu machen. Sie können das in Halle 4 alle mal ausprobieren. Ich rate Ihnen dazu, wir evaluieren das noch. Wir haben letztes Jahr schon evaluiert, wir evaluieren weiter. Und wenn das erfolgreich ist, machen wir das weiter. Das ist ein Schritt in die Digitalisierung. Dass wir als Forderung der Praxis und der Politik generell Unterstützung brauchen bei dem Thema. Sie erinnern sich, bei der Verabschiedung von Frau Ministerin Klöckner habe ich ganz deutlich gesagt, wir wollen diesen Prozess fortsetzen. Sie hat es auch angesprochen, für diesen Prozess brauchen wir finanzielle Unterstützung. Das kann unsere Branche alleine nicht leisten. Wir brauchen aber die Unterstützung auch für Forschung und Lehre. Und ein wichtiger Punkt, für mich persönlich ein wichtiger Punkt als Praktiker, auch als Arbeitgeber von Mitarbeitern. Ich brauche aber auch die finanzielle Unterstützung für die ganz normale Lehre und Ausbildung, weil dort wird Digitalisierung ja noch nicht richtig gelehrt. Im Studium, ja, Herr Schwarz, das ist alles schon klar, aber wir haben eben auch andere Ausbildungsstufen und dort werden die Menschen dorthingehend noch nicht vorbereitet. Und dazu benötigt es eben auch Geld, es benötigt Lehrer, die Kompetenz dazu haben und das muss auch ganz klar für uns eine Forderung sein. Wir brauchen aber eben auch Verwaltungsstrukturen, wir brauchen Rechtssicherheit im Thema Datenschutz. Dinge, die Frau Ministerin hat es angesprochen, es hat auch sozialpolitisch, gesellschaftspolitische Aspekte, auch denen müssen wir uns öffnen. Und da müssen wir dran arbeiten, wie wir zu gemeinsamen Regeln kommen. Aber das geht einfach nur, wenn eine Vernetzung, auch hier eine Vernetzung eben stattfindet, zwischen auf der einen Seite Forschung, Politik, Staat und Praxis. Und hier müssen wir dran arbeiten, dass Strukturen geschaffen werden und wir die Unterstützung auf der jeweiligen Ebene erfahren. Das ist für uns ganz klar. Wie sich Europa dazu positionieren wird, müssen wir abwarten. Aber ich will noch ein Wort dazu sagen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe jetzt viel gehört und mal unabhängig, was für einen Traktor wir haben werden, ob der einen E-Motor hat oder einen Dieselmotor, das lassen wir mal weg. Aber gehen Sie doch mal in die Realität, in die Betriebe hinein. Also ich bin vor 25 Jahren auch noch selbsttätig da gewingert gewesen. Und ich habe meine Laubwände und meine Trauben während der Arbeit eingescannt und habe meine Daten hier ausgewertet und habe daraus meine Schlüsse gezogen. Der Betriebsleiter heute hat auch gar nicht mehr die Zeit. Der Betriebsleiter heute kümmert sich um seine Vermarktung, der kümmert sich um seine Organisation, um seine Dokumentation. Das sind doch die wesentlichen Arbeitsfelder, mit denen er heute betraut ist. Und wir haben das heute Morgen von der Kollegin aus Rumänien ganz eindrücklich gehört, wie man versucht, über Mitarbeiter und deren Smartphones eine
Datenplattform zu erarbeiten, Input zu bekommen, wie ist die Situation in den Weinbergen. Und ich meine herausgehört zu haben, wenn die Qualifikation der Mitarbeiter nicht ganz so hoch ist, dann funktioniert das nicht so. Ich könnte mir das gut vorstellen, ich muss da dabei nicht Fußball gucken, Herr Schwarz, aber ich könnte mir vorstellen, dass mein Traktor oder welches Vehikel auch immer bei einer Arbeit autonom durch den Weinberg fährt und mit Sensoren ausgestattet ist, die mir nach Hause ins Büro die Meldungen geben, die ich brauche, um meine Schlüsse zu ziehen. Und das in der ganzen Prozesskette. Und wir haben gestern die Tagung, damit will ich dann auch enden. Herr Nigne, ich gucke schon. Wir haben gestern über Klimawandel gesprochen. Ich kann mich gut erinnern, dass wir bei den Parzellengrößen, die wir bei uns in der Region haben, vor 20 Jahren nur ganz an ganz vereinzelten Stellen unwesentliche Bodenunterschiede hatten. Sieht aber heute ganz anders aus. Unsere Parzellen werden inhomogener statt homogener. Wir müssen diese Daten erfassen. Und ich war vorhin in einer Session, da wurde über Erträge im niederländischen Obstbau gesprochen, beim Smart Farming. Ertragsfeststellungen bei den autonom fahrenden Vollerntemaschinen, wo Äpfel manuell geerntet werden und dann auf den Transportband gehen. Und die wurden dann gewogen und dann wurden Profile erstellt über die Erträge in der Parzelle. Allein schon die Erträge in der Parzelle sagen mir doch, die großen Unterschiede der Erträge sagen mir doch, wo mein Boden schlechter versorgt ist, wo er besser versorgt ist, wo weniger Wasser ist oder wo mehr Wasser ist. Und es lässt mich doch dann, wenn ich die Daten habe, Sie haben das eindrücklich dargestellt aus der kellerwirtschaftlichen Sicht, ich weiß doch dann, ich kann zumindest mal Rückschlüsse ziehen, was habe ich für NOPA-Versorgung, wenn die Gärung beginnt. Wo muss ich hinschauen? Muss ich als Kellerwirt jetzt mal da genau schauen oder macht das auch schon die Automatik? Das werde man irgendwann erfahren. Aber das sind die Schnittstellen, die dürfen keine Brüche erfahren, wie es ganz klar bewertet worden ist. Und so wird sich das System entwickeln, weil der Betriebsleiter wird in Zukunft weniger Zeit haben, manuelle Arbeit zu verrichten. Und das ist das, und der muss entscheiden, weil er gibt seinen Weinstil vor, den er später dann auch vermarkten will. Und diesen Weinstil, den werden wir hoffentlich nicht digitalisieren. Das muss jeder Winzer, jeder Kellerwirt, jeder Kellermeister in einer Genossenschaft oder in einer Kellerei selbst entscheiden nach wie vor, wo will ich mit meinem Endprodukt hin und wie soll es dann am Ende analog gut schmecken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht darf ich... Im Grunde genommen das, was der Präsident gesagt hat, noch aus Ihrem beiden Mund aus unterschiedlicher Sicht auch nochmals aufgreifen, die Innovationsfähigkeit und das Tempo des technischen Fortschritts, auch der Digitalisierung. Wie bewerten Sie das? Darf ich bei Ihnen, Professor Zülke, anfangen? Auch jetzt, Sie haben darauf hingewiesen, wie unterschiedlich die Situation ist. Und ich meine, wenn man Wirtschaftsteile unserer Tageszeitung liest, dann meint man ja immer, bei uns geht überhaupt nichts vorwärts. Wie bewerten Sie, wie die Entwicklung da gehen wird? Wie sehen Sie aus Ihrer Beobachtung auch vielleicht die Innovationsfreudigkeit? Sind wir doch sehr, auch in der Landwirtschaft, im Weinbau, doch sehr der Tradition verhangen? Oder ist das so eine allgemeine Beobachtung, die Sie irgendwo auch machen können? Also ich kann das eigentlich nur sehr positiv sehen, denn ich glaube, wir hier in Deutschland haben den Riesenvorteil, dass wir eine ganz hervorragende Ausbildung zunächst einmal haben von den meisten Leuten, die brauchen wir an der Stelle. Wir haben durchaus auch Digitalisierungswissen bei vielen Leuten, sicher auch noch einen kräftigen Nachholbedarf, das ist auch gar keine Frage. Aber wir sind deswegen heute auch in dem Thema Industrie 4.0, also mit der Industrie führend auf der Welt und werden von überall angefragt. Ich komme gerade aus Korea und jetzt übermorgen geht es in die USA schon wieder, weil wir genau diese führende Rolle haben. Das große Problem, was wir haben, ist die Geschwindigkeit. Sie haben es angesprochen. Und wenn ich eben nach Korea schaue, wo ich jetzt herkomme, da gehen die Dinge ratzfatz zur Sache. Wesentlich schneller als bei uns, wo wir immer erstmal groß drüber nachdenken müssen, welche Strukturen müssen wir schaffen und so weiter und so weiter. Wir müssen auch schneller werden. Das heißt, wir müssen diese Ideen sehr viel schneller in die Köpfe der handelnden Personen bringen
Und ich sage, wir müssen sie unterstützen. Ich glaube, Sie haben auch gesagt, wir müssen ausbilden, denn nicht alle sind eben entsprechend ausgebildet. Das heißt, nicht nur an den Universitäten, da habe ich das geringste Problem mit, sondern bei den arbeitenden Leuten, also bei in unserem Bereich wäre das bei den Facharbeitern, die wir nachqualifizieren müssen. Mhm. Denn die Welt entwickelt sich enorm schnell weiter und wir müssen sie darauf vorbereiten, wie gehe ich mit dieser Sache um. Früher gab es einen Elektriker, der hatte ein Messgerät, damit hat er 24 Volt gemessen, sind die da oder nicht. Heute muss er einen Netzwerktester mit sich rumschleppen und muss feststellen, kann ich so ein Netzwerk am Laufen halten, ja oder nein. Das sind Dinge, die sich verändern. Leider sind die deutschen Strukturen immer so, dass wir relativ lange überlegen und dann brauchen wir wieder viel Zeit, um am Ende dann rauszufinden, aha, ist doch ganz gut. Das muss besser werden, das muss schneller werden und da haben wir sicher noch Nachholbedarf. Vielen Dank. Das ist eine Bewertung, die wahrscheinlich unterstützt wird, oder? Größtenteils. Größtenteils. Also ich hatte ja die Gelegenheit in den letzten Jahren sehr viele Länder zu besuchen und war doch überrascht, dass in einigen Ländern, von denen wir manchmal ein bisschen, ich sag mal auch gezielt, überheblich reagieren, dass die noch gar nicht so weit sind, inwieweit die doch schon in bestimmten Bereichen fortschrittlicher waren als wir. Also hat mich wirklich großteils sehr überrascht. Also was dort auch schon eingesetzt wird, ob das jetzt China oder sonst irgendwo war, ist ja eben schon mal angesprochen worden. Und da müssen wir schon schauen, dass wir da nicht überrollt werden, weil es sind auch gewisse Vorteile damit verbunden. Und so aus meiner Beobachtung heraus sieht es so aus, dass oft eine gewisse Scheu oder auch eine Angst vor der Digitalisierung da ist, weil man das Ganze ein bisschen zu abstrakt für viele klingt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wenn einer kochen will, dass der erstmal einen Herd konstruieren muss, ne? Sondern der muss einen Schalter finden, an, aus. Und das ist das, was ich eben meinte. Wir müssen das anwenderfreundlich machen, dass wir sehen, hier kann man was tun. Insgesamt ist der deutsche Weinbau, und ich beschränke mich jetzt mal auf den deutschen, durchaus ein bisschen konservativer, als das in anderen Ländern der Fall ist. Es hat mich überrascht zu sehen, dass auch in Südeuropa plötzlich die Öffnung sehr viel schneller erfolgt, als das bei uns der Fall ist. Also Länder, die wirklich extrem konservativ eingestellt waren, plötzlich sagen, also wir müssen uns auf neue Marktbedingungen einstellen und wir noch so ein bisschen hinterherhinken. Und Herr Kolesch hat gesagt, wir haben da eine gewisse Geschichte zu erzählen. Das stimmt auch, aber ich glaube, und gestatten Sie mir, dass ich das auch mal ein bisschen selbstkritisch sage, ich glaube, eins unserer Probleme besteht auch darin, dass wir einfach viel zu lange erzählt haben, dass Wein nur ein Naturprodukt ist. Ne? Und wir haben völlig vergessen, dass Wein ein Kulturprodukt ist. Und jetzt versuchen wir, unseren Kunden klarzumachen, dass wir auch mit Techniken arbeiten müssen. Und da hingen die noch ein bisschen hinterher. Also ein Teil dieser Problematik ist ein bisschen hausgemacht auch. Und ich denke, dass wir da ansetzen können, weil es ist jeder offen für, es wurde eben gesagt, für die neueste Technik im Automobilbereich oder in der Küche oder sonst irgendwo beim Handy. Da muss immer das Neueste da sein. Aber im Weinbereich, da warten wir erst mal ab. Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch den Kunden die Scheu nehmen und sagen, es geht nicht darum, irgendwas künstlich zu machen oder die Coca-Cola-Industrie nimmt jetzt einen Gang im Keller, sondern dass wir das einfach nutzen können, um wirklich sehr viel spezifischer und gezielter unsere Weine machen zu können. Und wenn wir das schaffen, denke ich, sind wir auf einem guten Weg.